So, hier waren wir stehen geblieben. Und das hat sich gerade vielleicht ein bisschen komisch angehört. Ich probiere es nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück hier wieder bei ja, Assassin's Creed. Hier sind wir stehen geblieben. Ich habe eben jemanden getötet und wir müssen zum Büroleiter zurückkehren. Habe ich es jetzt markiert? Oh, ich kriege das immer nicht hin mit den Markierungen. Jetzt habe ich es hinbekommen. Ist ja nur 30 Meter entfernt, genau. Wir springen mal kurz hier rum und hier und da. Da vorne ist das Büro doch schon. Ja, wir haben die Infos bekommen, dass das gar nicht für Salah Ach-Hir oder wie er heißt, gedacht war. So. Und jetzt geben wir einfach mal die Infos ab bei unserem Büromann, bei unserem hier Freund. So, mal kurz runter hier. So, runter, 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 komm. Sehr gut. Hallo. Ich hatte Erfolg. Altair, willkommen, willkommen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sagt mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Suq al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suq al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch Vielen Dank. Mit der Feder? Sehr schön. Nimm sie, Alter, ihr. Haben wir sie? Ja, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich mache mich auf den Weg. Oder nicht? Hallo? Danke. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Ja, ich würde mich gerne ein bisschen ausruhen. Und dann geht's auch schon weiter. De Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabfragen. Ja, da wird sogar vorgespult. So. Nachforschung beendet. Tarmir ist im Zug mit der Vorbereitung einer großen Waffenlieferung beschäftigt. Das ist der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Tamir, glaub mir, mein Freund, wir holen dich. Ich hol dich. Ich hol mich. Ich hol dich. Genau. So. Müssen wir das jetzt schon machen? Ja, ne? Attentatsziel. Attentat auf Tamir. Wir sind der artige Attentäter. Wir sind der kitzlige Killer. Wir sind der. Wir sind der modrige Mörder. Okay, nein, ich höre jetzt auf. Das ist keine Ahnung, wie diese Gedanken gerade in mein Gehirn gekommen sind. Ja, Alter, ihr? AKA Desmond Miles. Oh, verdammt. Ich dachte, ich fahre hier gerade runter. 90 Meter noch. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wow. Das war gerade cool. Könnt ihr nicht, ne? Das war geplant. So, spring hier jetzt rüber. Komm. Sehe ich da gerade eine Flagge da hinten? Nee, das habe ich mir eingebildet. Also wenn ich hier jetzt runterfalle, dann werden nämlich, glaube ich, alle attacken. Wir müssen irgendwie. Ah, genau so. Und jetzt runter und runter. Hallo. Wie geht's? Wie geht's? Hallo. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier einfach. Was ist das denn? Aha. Was ist das denn? Wartet mal eben. Das hier ist ja schön. Das ist ja cool gemacht. Hier können wir sogar hoch. Aha. Ich mag das. Also, ich muss euch mal was sagen. Ich habe ja jetzt wirklich einen schlechten PC, einen älteren. Deswegen, ich spiele auch Assassin's Creed hier nur auf 720p. Und deswegen kann ich es auch leider nicht in Full HD bringen, obwohl, und jetzt kommt's, ist, obwohl Assassin's Creed schon nicht so eine hohe Anforderung hat. Diesen Typen eliminieren wir mal mit. Geh, du Bauer, bevor ich mich Den vergesse. töten wir jetzt einfach mal. Tschüss. Hat er gerade gesagt, geht, Bauer, bevor ich mich vergesse? Das war für das Bauer. Nein, aber die versteckte Klinge auf der Taste 2, hier ist sie. Zack. Immer wieder schön. Sowas müsste man in Real Life haben. Aber man wird es natürlich nicht benutzen, ne? Also,
Ist ja schon klar. Aber die Vorstellung ist schon sehr heftig. Und irgendwie... Sind wir da? Ja. Da ist unser Attentatsziel, Tamir. Oder? Ich glaube schon. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr sollt mich kennenlernen! Nein, lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Tamir. Tamir. Oh Gott, Alter. Er hat das gerade wirklich gemacht, oder? Was? Warum haben die mich erkannt? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Okay, das ist jetzt... Mann! Ist das hier die Anti-Assassin? Ist das hier die Anti-Assassin-Hütte oder was ist hier los? Kann ich jetzt auch mal escapen? Oh, ich komme hier nirgendwo hoch. Ich komme hier nirgendwo... Ich glaube, wenn Alter ihr jetzt nicht so langsam wäre, dann könnte ich das sogar doch noch schaffen. Gut, also... Die verfolgen mich auf jeden Fall. Und der hat schon gesehen, dass ich da war. Ich glaube, ich war zu langsam. Ich hätte schneller zuschlagen sollen. Eben bei dieser Szene dachte ich mir so, jedes Spiel hat ihren Hitler oder ihren ganz grausamen Menschen. Und von Assassin's Creed ist Tamir dieser grausame Mensch. Ich meine, das geht doch nicht sowas, hallo? Man kann doch nicht vor der, also in der Öffentlichkeit, da jemanden so zerstechen. Das ist doch richtig krank. Und die Leute sagen, die Folterszene in GTA 5 war schlimm. Oh Gott, sie haben gesehen, dass ich mich hier versteckt habe. Hab mal eben schön die Sarazenenflagge geschnappt. Und jetzt wird mir auf der Map angezeigt, wo ich hin kann. In Sachen Deckung, in Sachen Verstecke. Komm, 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 komm. Bitte, bitte, bitte. Nee, es funktioniert alles nicht. Es funktioniert nicht. Raus hier, raus hier, raus hier. Ich kann den verdammten Sichtkontakt nicht unterbrechen. Also eins ist klar. Jetzt haben wir die ganze Dings als Feind. Die ganze Stadt hier irgendwie. Die wollen mich alle tot sehen. Aber ich bin doch nur ein Assassine. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Warte mal, theoretisch kann ich doch einfach... Oder nicht? Oder geht das nicht? Wechsel auf Schwert? Okay, go, go. Können wir die nicht einfach alle fertig machen, die hier jetzt kommen? Sind wir nicht einfach, haben wir nicht einfach die Skills? Ich weiß das nicht.
Aber deswegen teste ich es ja jetzt einfach mal. Okay, er wehrt sich auf jeden Fall gut. Bam! Versteckte Klinge in deine Kehle. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle allein. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. So, das war's mit Tamir. Fehler Nummer 1. Stadtalarm. Gehen Sie zurück zum Büro des Informanten, wenn Sie anonym sind. Ja, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen... Oh, das kam gerade ganz, ganz unpassend. Wir müssen uns jetzt natürlich irgendwo gut verstecken. Auf jeden Fall, so wie ich das gerade... Ja, holt mich hier runter. Ich wollte da nämlich auch gar nicht... Mann, Alter, ihr. Wir sind jetzt wahrscheinlich tot. Ich glaube, wir sind tot. Ich habe gerade sowas von gefailt. Das muss einfach schneller gehen, dass ich irgendwo hochkomme. So, perfekt. Können wir uns in so einem Dachgarten verstecken hier, in dem... Wenn das funktioniert, das wäre perfekt. Bitte, ich will leben. Ja. Und uns hat niemand gesehen. Tja. Ja. So, dann warte ich mal, bis alle meine Feinde hier weg sind. Sind wir sicher? Ja. So, wir haben den Stadtalarm auf jeden Fall bei uns. Wir haben Tamir, das war der erste, das habe ich eben alle schon mal gesagt. Was ich jetzt aber nochmal wiederholen wollte, oder was mir eben eingefallen ist, der Lackaffe dient, die sind alle in irgendeiner Sekte. Ich weiß nicht, wir müssen da noch mehrere von töten. Also er ist nur einer von den Übeltätern. Aber ist ja klar, es gibt ja auch nicht nur mich als Assassin, sondern es gibt ja auch noch mehrere. So, 40 Meter, dann sind wir da. Können wir nicht einfach nochmal irgendwo hier so ein... War ich da schon? Ich glaube ja. Egal, das mit den Aussichtspunkten machen wir später. So, mal kurz hier rüber. Ich bin wieder neutral, Freund. Und ich habe eine Feder, die du dir unbedingt angucken musst. Tamir ist tot. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Altair. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Wir müssen jetzt aber... Okay, gut, dass vorgespult wird, aber müssen wir jetzt wieder zurückreiten? Oh, nee. Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualem. Wir müssen nicht reiten, oder? Habe ich recht? Speichern. Nee, wir müssen... Ich weiß nicht, was jetzt passiert, um ehrlich zu sein. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrmann besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Okay. Dann machen wir einfach mal kurz Pause. Aber warum, hübsche... Oh, la, la. Eine Pause mit mir? Hallo? Können wir mit der reden, irgendwie? Hallo?
Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Aha. Okay, dann... Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine, der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das muss ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Gut, dann vergessen Sie es. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Deutsch, also, dass das quasi alles dieser ganze alte Kram da und auf Palästinensisch und keine Ahnung, wie das alles heißt, wie die alle reden da auf Ägyptisch und hast du nicht gesehen. Das wird alles übersetzt in modernes Deutsch, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt in der Pause, entweder müssen wir schlafen oder mit diesem anderen Dog auch nochmal interagieren. Aber ich hoffe, wir müssen nur schlafen. Ach ja, und ich habe noch vergessen, was zu machen. Können wir? Ach, verdammt, ich hätte jetzt gerne in den Optionen meinen Sound ein bisschen lauter gemacht. Egal. Wir legen uns hin. Ein kleines Nickerchen mit Schuhen. Kann man ja mal machen, kann man ja mal bringen. Was war das gerade? Der nächste Morgen. Hallo, Doc. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Die Zeit drängt. So, Desmond, steh auf. Desmond Miles. Mit einer schönen Jeans. Schön hier. Mit einem Buch, mit einem Glastisch, alles. Hier hat man eigentlich alles, alles, was man haben will, ne? Hier, was... Mann, ich kann mich ach nee, Schrank, das ging ja nicht, den konnten wir ja nicht öffnen. Was ist das? Ist das etwa eine Kamera? Ich werde beobachtet. So, und wir gehen wieder in den Animus. Aber vorher... Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also, warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte. Großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Das stimmt. Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Lucy. Ja, sind wir. Heiße dir Red auf 8 Uhr, hör mal. Hallo. Auf jeden Fall bin ich irgendwie der festen Überzeugung, dass wir nicht nochmal einen Führer brauchen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir haben alle... Nerven Sie mich nicht und legen Sie sich auf den Animus. Hallo, lass mich ausreden da hinten, Dr. Schwuchtel, Alter. Auf jeden Fall, ich glaube, wir brauchen nicht nochmal einen Führer. Das war nicht so gut.
Und das wird auch, glaube ich, niemals gut sein. Ja, Lucy, ich wollte jetzt eigentlich einen kleinen Cut machen. Gleich legen wir uns wieder in den Animus. Aber bis dahin, macht's gut. Tschö, tschö. Haut rein. Bis dann.